und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich einen Tag lang nur Produktneuheiten aus Supermärkten testen. Ich war in dem einen oder anderen Supermarkt unterwegs, auf der Suche nach neuen Produkten, bin fündig geworden. Ich habe mich für die Sachen entschieden, die mich richtig geil gemacht haben und wo ich mir gesagt habe, ey, das musst du für die Leute testen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Okay, Leute, beginnen wir mit der ersten Produktneuheit. Lattes, was passt perfekt zum Frühstück? Hau raus. Das ist die Frage, vielleicht so eine schöne Mantaplatte? Currywurst mit Pommes. Ja, wahrscheinlich Mantaplatte. Jeder kennt doch von Nesquik diese kleinen Kakaokugeln. Die sehen aus wie Hasenköttel und schmecken mir persönlich nicht so gut. Ich habe eine Produktneuheit gefunden, das Ganze ist auch von Nesquik. Banana Crush nennt sich das Ganze. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Das Ganze bereite ich für mich süßen Typen jetzt hier zu. Also ich muss sagen, mein aktuelles Lieblingsmüsli sind nach wie vor die Nougat Bits. Die feiere ich schon mein Leben lang. Nicht von der Originalmarke, sondern von der nachgemachten Marke. Die Originalmarke hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Das Ganze ist ja auch ein gefülltes Kissen. Und ich muss sagen, optisch gesehen sieht das richtig, richtig geil aus. Wir haben jetzt hier nicht so ein helles, ekliges Kissen am Start, sondern so ein richtig dunkles, prall gefülltes. Und ich muss sagen, es riecht eins zu eins wie so ein leckeres Bananensplit. Geben wir dem Bruder mal eine Chance. Es schmeckt halt eins zu eins, so wie es riecht. Digga, es ist eigentlich gar nicht schlecht, aber mein endgültiges Fazit kann ich erst nach dieser Portion abgeben. Deswegen heißt es erstmal ordentlich fressen und Rinder mit in den vollen Kopf, wie der Klaus sagen würde. Rinder, die hohle Birne. Leute, oftmals ist es doch so, dass eine Firma, die ein Produkt haben, das relativ gut läuft, gut anerkannt auf dem Markt ist, sage ich mal so, ein neues Produkt versuchen zu entwickeln, irgendwie sowas crazy, eine crazy Kombination, aber dick damit ins Klo greifen. Und ich muss sagen, nach diesem Teller ist mir jetzt klar geworden, nicht nur diese Hasenköttel schmecken mir nicht, sondern das Produkt schmeckt mir auch nicht. Es schmeckt einfach zu doll nach Hafer. Kriegt von mir leider einen Daumen nach unten, ich bin ehrlich. Und falls ihr dieses Format in Zukunft weiterhin sehen möchtet, wo ich auch noch neue Produkte, die in Zukunft vielleicht rauskommen, testen soll, dann lasst, weiß ich nicht, mindestens 5000 Daumen nach oben auf dem Video hier. Da, dann sehe ich ja Bock drauf. Von der mageren Portion gerade wird ja kein Wellensittich satt. Deswegen geht es jetzt ab an den Kühler hier. Und diese Dinger werden jetzt dick fett in den Ofen geschoben. Bei der nächsten Produktneuheit handelt es sich um Potato Pockets. Das Ganze kenne ich aus meiner Kindheit, schön mit Frischkäse gefüllt und Spinat habe ich einfach nur geliebt. Das Ganze gibt es jetzt mit Raclette-Käse und bunten Pfeffer gefüllt. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze was kann. Optisch gesehen sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Relativ klein, für den Kleinhunger halt. Ich werde das Ganze jetzt einmal so probieren und einmal mit einem leckeren Dip, denn hier ist auch ein schöner Dip abgebildet. Ist auch eine Produktneuheit. Aioli mit Jalapeno drin. Oh, Bruder. Jetzt mal ohne Spaß, auf dem ersten Bissen, es schmeckt einfach nur richtig geil, wie so ein geiler Raclette-Abend an Silvester. Im Nachhinein kommt diese richtig geile stinkige Note, die man von dem Raclette-Käse kennt. Die einen lieben es, die anderen lieben es nicht. Feiert ihr Raclette? Macht ihr Raclette eher zu Silvester oder eher zu Weihnachten? Oder einfach mal so außer der Reihe, schreibt mir in die Kommis. Jetzt noch ein schöner Dip. Einmal durchjagen, den Kollegen. Es gibt die Leute, die nennen sich Nico, die dippen einfach mal schön rein, verwenden das Kartoffelteil als Schippe, sag ich mal so. Und dann gibt es zum Beispiel meine Freundin, die dippt so. Welcher Typ seid ihr? Schreibt's mir in die Kommis. Das ist ein Schaf. Alter, dieser Aioli hier ist next level, ohne Spaß. Dieser Aioli hier ist richtig, richtig geil, Mann. Man hat eine gewisse Frische, im Nachhinein eine gewisse Schärfe. Und im Großen und Ganzen ist diese Kombination einfach nur geil, kann ich euch empfehlen. Papa hat Bock auf den Hauptgang. Dementsprechend geht's jetzt weiter mit den nächsten Produktneuheiten. Die befinden sich hier in meinem wunderschönen Kühlschrank, der prall gefüllt ist. Ich habe jetzt hier eine wunderschöne Lasagne. Ist keine ganz normale Lasagne. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt sagen, ey Bruder, ich kann schon von da hinten sehen. Das Ganze ist nicht mit Fleisch, Leute, tut mir leid. Das Ganze ist mit Burrata und Spinat. Burrata habe ich in meinem Leben noch nie probiert. Dementsprechend hat mich das übertrieben neugierig gemacht. Und ich möchte kein Fleisch in so einem Fertigprodukt essen. Besonders bei Lasagne war in der Vergangenheit ja oft mal der Fall, dass das ein oder andere Stück Pferdefleisch mit drin war. Warum mich das Ganze noch überzeugt hat, weil das Ganze zum Selbstverfeinern ist, ist so eine Art Lasagne-Kit, wie ihr sehen könnt. Und ist in 5 Minuten fertig in der Mikrowelle. Ob das schmecken kann, steht in den Sternen. Und dazu gibt es noch ein wunderschönes Ofenbaguette à la Flammkuchen im Winter Edition Style hier. Das sieht aus, als hätte meine Oma Dünnschiss gehabt, hätte hier reingeschissen und das Ganze vermengt. Alter, was ist das? Das sieht überhaupt nicht appetitlich aus. Bam, das Meal ist angerichtet und hier haben wir mal wieder den Fall, dass das Ganze auf der Verpackung wunderschön lecker aussieht, aber in Real Life leider zum Kotzen. Wie bei der einen oder anderen Person auf Instagram, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber es soll ja um den Geschmack gehen, deswegen reißen wir uns mal eine schöne Ecke hier raus. Halt.
Heute geht es um das Thema Blasen. Einfach an diesen Käsefaden verschluckt. Ist insgesamt einfach viel zu käsig. Kann ich gleich an so einem stinke Käsefuß lecken. Das hat wirklich den gleichen Effekt. Was laber ich, Alter? Dafür ist das Ofenbrot aber lecker. Schmeckt jetzt nicht 1:1 wie so ein leckerer Flammkuchen, wie man schön von der Kirmes kennt. Schön dünner Teig. Creme fraiche drauf. Creme fraiche wahrscheinlich. Ein paar Speckwürfel. Bisschen Zwiebeln. Aber geht fit, wenn man so einen dezenten Flammkuchengeschmack haben möchte, aber keinen Flammkuchen zur Hand hat. Ein paar Sekunden später. Die aufmerksamen Nikolaus-Zuschauer wissen es ja, wenn mich ein Essen nicht befriedigt, macht es mich einfach nur aggressiv. Und ich zeige euch jetzt, wie ich meine Aggression abbaue. Dieses wunderschöne Stück hier hat mich einfach nicht befriedigt und muss jetzt dran glauben. Du hast Käsefuß geschmeckt. Der Neunjährige wird so aggressiv, dass seine eigene Mutter Angst vor ihm hat. Papa hat sich beruhigt, Blutdruck ist runtergekommen und jetzt kann es weitergehen mit ein paar Snack-Neuheiten, die sich hinter mir befinden, in der wunderschönen Aldi-Tüte hier. Die Produkte sind nicht von Aldi, aber ich hatte leider nur die Aldi-Tüte am Start. Fuchtel, fummel und studier, wie mein Vater sagen würde. Fuchtel, fummel und studier. Schöne Grüße gehen raus, nein, Spaß beiseite. Ich habe mega Bock auf etwas Salziges, deswegen geht es jetzt los mit wunderschönen Chips hier. Ich habe zwei verschiedene Chips-Sorten jetzt am Start. Einmal das Ganze von Funny Frisch im Sasiki-Style, hat mich mega neugierig beim Kauf gemacht. Und einmal von den Kollegen Pepper King Habanero Kesselchip. Sie sollen wohl extrem scharf sein. Habe ich das erste Mal bei Kaufland entdeckt und ich habe mir gesagt, Bruder, die musst du testen. Ich habe ja schon mal diese wunderschönen scharfen Nudeln, schärfsten Nudeln der Welt gegessen. Ach, es war einfach nicht schön am nächsten Tag. Es brennt einfach nur. Mal schauen, ob ich hier durch den gleichen Effekt bekomme. Er schmeckt halt einfach so, als wäre ich beim Griechen, würde mir aus der Fritteuse auf dezent so eine Pommes stibitzen, einmal durch den Tzatziki-Topf durch, ab in den Mund. So schmeckt das richtig geil. Jetzt geht's weiter mit etwas Süßen hier, also Oreo hat ja schon 1000 verschiedene Produkte rausgebracht und ich muss sagen, dieses Produkt hier hat mir optisch am meisten bis jetzt zugesagt, weil es einfach crazy aussieht. Es ist einfach ein Oreo-Snack-Riegel. Ja Leute, das ist wild. Wenn man reinbeißt, denkt man, man beißt in so einen Schokokuss, im Nachhinein kommt so ein leichter Keksgeschmack von diesem leckeren Oreos in der Verbindung mit dieser weißen Milchcreme. Also pervers, er hat schon eine Wolke 7 verliehen. Nächster Snack kann her. Das Ganze nennt sich nicht Mr. Tom. Beim Kauf habe ich gedacht, dass ich wirklich Mr. Tom gekauft habe. Dann habe ich zu Hause gesehen, nee, das Ganze heißt Mr. Jim. Jeder kennt doch Mr. Tom von früher noch. Habe ich einigermaßen gefeiert. Das Ganze ist aber mit Peanut und Chocolate. Auf dem ersten Geschmack hat man so eine muffige Konsistenz. Die Nuss ist, glaube ich, nicht mehr die frischeste. Weil es ist einfach eine Nuss, die nach Muff schmeckt. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen finde ich das simple Mr. Tom lecker. Jetzt kommen wir zu einer Geschichte, wo ich mich schon das ganze Video drauf freue. Also bei uns im Supermarkt ist das Ganze neu. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Vielleicht gibt es bei euch das ja schon etwas länger im Sortiment. Aber ich habe es zum ersten Mal gesehen. Ben & Jerry in der Netflix & Chill Variante. Alter Vater. Das Ganze ist mit Peanut Butter Ice Cream with Sweet and Salty Pretzel Swirly and Brownie Pieces. Alter, es ist einfach mit Brezel und Erdnussbutter. Es kann nur schmecken. Ich schmecke halt alles raus, was draufsteht. Jetzt ist die Frage, ob das Ganze bei mir einen Platz findet bei dem nächsten Netflix-Abend. Und ich sage euch, leider nicht. Es ist einfach too much, Alter. Jetzt brauche ich was zum Spülen. Ich habe das Ganze vor kurzem neu im Supermarkt entdeckt. Habe das ein oder andere Mal auf YouTube dieses Produkt auch schon gesehen. Bei Mois zum Beispiel im Video. Er sippt das Getränk ganz gerne. Von den Brüdern von 4Bro habe ich jetzt drei wunderschöne Getränke am Start. Es ist ein Eistee, aber nicht ganz normaler Eistee, sondern es ist eine crazy Variante hier. Das Ganze ist im Bubblegum-Geschmack einmal. Schokokoko, eigentlich nicht eine typische Eistee-Sorte. Und noch ein Energy-Drink in der Sorte Chill Mint. So ein richtiges Shisha-Bar-Getränk, würde ich einfach mal behaupten. Es riecht einfach 1:1 wie dieses runde, pinke Kaugummi von früher aus der Kindheit. Jetzt ohne Spaß, ich habe Angst gehabt, dass das Ganze viel zu süß ist, aber es ist ein dezenter Geschmack nur. Und relativ erfrischend. Man muss es mögen, dann ist okay. Hier auch einen extrem süßen Geschmack erwartet, aber man hat nur so einen dezenten Abgang. Finde ich gar nicht schlecht. Ist mal was anderes so. Zu Pfirsich und Zitroneneistee. Es riecht einfach wie der Cocktail Mojito. Ist nicht ganz so mein Fall, aber vielleicht schmeckt es ja. Schmecken tut es einfach wie so Minztee mit Kohlensäure. Boah, das ist geil, Alter. Ohne Spaß, das ist richtig geil. Geruch nicht meins, aber geschmacklich auf jeden Fall. Baba, Alter. Das muss ich ehrlich sagen. Stunde der Wahrheit. Ey, ich schwör's euch, ich hab auf links gekaut. Einfach alles taub. Alter, ist einfach scharf. Bratan Patinas Patouras, was geht ab? Der liebe Kapital Bra ist nicht nur Musiker. Bra. Frauenheld.
sondern auch Pizzabäcker. Ich habe für euch eine Baba-Pizza gemacht. Vor kurzem, das heißt vor kurzem ungefähr vor einem halben Jahr, hat er ja zwei Pizzen released. Einmal Rindersalami und Grillgemüse. Habe ich getestet, könnt ihr gerne abchecken. Jetzt vor kurzem kamen noch zwei neue Sorten raus. Einmal Thunfisch und Sucuk. Sucuk gibt es bei uns leider noch nicht, aber dafür Thunfisch. Ich habe richtig Bock, die zu testen. Dementsprechend lasst uns das Ganze besorgen. Gib mir Feuerbrat! Bam, jammer die Kollegen, ich habe mir direkt zwei gegönnt. Im Vorhinein habe ich mich natürlich informiert, wo man die Pizzen herbekommt. Man kriegt die bei Kaufland, Rewe und Edeka. Ich habe 30 verschiedene Filialen angerufen und jeder der Personen, die am Telefon waren, haben mir gesagt, nee, diese Pizza gibt es nicht, erst in zwei Tagen, erst in einem halben Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, der ein oder andere YouTuber hat diese Pizza schon getestet. Es kann doch nicht sein, dass es bei mir in der Hood diese Pizza nicht zu kaufen gibt. Dementsprechend bin ich einfach in die Stadt gefahren, zu Edeka, auf gut Glück, bin rein. In dem Laden habe ich ihn vorhin dann auch angerufen. Der Typ hat gesagt, nee, kommt überhaupt nicht rein und es dauert noch richtig lange. Was sehe ich? Diese Pizza. In dem Moment habe ich mich gefragt, Alter, was sind das für inkompetente Mitarbeiter? Ich glaube, der hat gar nicht geschaut, hat mir einfach nur Kacke am Telefon erzählt. Ich muss sagen, das Design ist babamäßig, kostet auch wieder 3,99. Wir haben 480 Gramm, ist eine Menge. 44 Gramm Fett hat diese Pizza. Das heißt, ordentlich was für die Wampe. Nichts für den hohlen Zahn. Es ist nicht ganz normal mit Tomatensauce, sondern mit Joghurtsoße und Creme Fraiche. Ich bin mal gespannt und ich würde sagen, das Ganze bereite ich jetzt für mich süßen Typen zu. Bam, das ist die fertig gebackene Capital Bra Thunfischpizza. Schöne Grüße gehen raus. Was richtig untypisch für eine Thunfischpizza ist, meiner Meinung nach, sind Tomatenscheiben oben drauf. Habe ich so noch nicht gesehen. Ich glaube, der Bruder hat sich gedacht, packe ich die Tomatensauce weg, packe ich dafür Creme Fraiche drauf. Aber im Gegenzug darf tomatiges Zeug ja nicht fehlen, hat er sich gedacht. Packe ich Tomatenscheiben oben drauf. Auf dich, Kapi. Was ich dazu sagen muss, Thunfisch ist nicht meine Lieblingspizza, bevorzuge ich einfach nicht. Aber ich habe jetzt hier reingebissen und muss sagen, diese Thunfischpizza hat bei mir Potenzial, in meinen Ernährungsplan zu kommen. Es schmeckt einfach nur verdammt geil. Dieser Teig ist nicht dünn, sondern dick. Feiere ich normalerweise nicht, aber bei der Pizza kommt es einfach nur geil, Alter. Kapi, was hast du da wieder gemacht? Das ist lecker, Mann. Jetzt bin ich einfach noch gehypter auf die Sucuk-Pizza. Die kommt jetzt auch demnächst raus. Wenn ihr Bock habt, dass ich die teste, dann zerstört den Daumen nach oben. Ich würde sagen, bei 5000 Daumen nach oben, bei mindestens 5000 Daumen nach oben, werde ich die auch testen. Und der Bruder bringt auch noch einen Eistee raus. Wenn ich den dazu testen soll, schreibt es mir auch liebend gern in die Kommentare. Diese Pizza beweist einfach, dass man nicht unbedingt Tomatensauce als Untergrund für eine Pizza braucht. Ich finde, das kommt gerade sogar geiler als mit Tomatensauce. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welche Capital Bra Pizza mir am besten geschmeckt hat, dann ganz klar ist die hier auf Platz 1. Kapi, Kuss geht raus.